Tropez, sondern Luanda, die Hauptstadt von Angola. Eine der teuersten Städte der Welt, teurer als Tokio oder New York. Doch diesen Lebensstil können sich nur sehr wenige leisten. In weiten Teilen der Stadt sieht es so aus. Samba heißt dieses Armenviertel in Sichtweite des Präsidentenpalastes. Brütend heiß ist es unter den Wellblechdächern. Das ist ein kleiner Hund. Geschätzte 5 Millionen Menschen leben in der Hauptstadt, viele in Slums wie diesem. Dabei ist Angola reich, dank seiner Ölvorkommen. Das wissen die Menschen hier auch sehr genau und wie schockierend arm sie sind. Und dass wir das auch zeigen wollen. Joseph ist einer der Wortführer des Viertels. Dass er während des ganzen Gesprächs meine Hand hält, gilt in Angola als besonders herzliche Willkommensgeste. In einem Land, in dem es so viel Geld gibt, dürfte es doch nicht so aussehen wie hier. Geld bedeutet doch Luxus. Hier müsste es Schulen geben und Elektrizität und schöne Springbrunnen. Stattdessen kein fließend Wasser, kein Strom, dafür Ungeziefer, Müll, Malaria, Cholera. Die Kindersterblichkeit ist hoch. Die medizinische Versorgung katastrophal. Aber das Spitzelsystem der Regierungspartei, das funktioniert umso besser. Man will nicht, dass wir die Armenviertel im reichen Luanda filmen. Die beiden Funktionäre des Staatsapparats sind da unmissverständlich. Kamera aus. Im westafrikanischen Angola regiert seit über 30 Jahren Präsident José Eduardo dos Santos. Seine autoritäre Regierung gilt als extrem korrupt. Aus dem Ölgeschäft versickern Milliarden in dunklen Kanälen. Kritik, etwa vom Internationalen Währungsfonds, wird ignoriert. Investoren stehen trotzdem Schlange. Der französische Konzern Total etwa pflegt seit den 50er Jahren enge Beziehungen zu Angola. Wir sind verabredet mit Philippe Chalon, dem obersten Repräsentanten des Ölmultis. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je m'appelle Chalon. Die politischen Verhältnisse, erklärt er, seien hier nicht das Problem. Die größten Risiken hier sind eher technischer Natur, nicht die politischen. Natürlich, wenn in einem Land ein Krieg droht, dann gehen wir dort nicht hin. Oder wenn internationale Regeln nicht eingehalten werden, oder wenn in einem Land keine ethisch vertretbaren Maßstäbe gelten, dann warten wir ab. Aber in Angola haben wir diese Probleme nicht, zum Glück. Aber auch während der fast 27 Jahre Bürgerkrieg war Total in Angola. Eine Flugstunde Richtung Norden, vor der Küste, liegen die Ölfelder, die immer sprudeln, egal was an Land geschieht. Auf der Plattform Dalia, einem 300 Meter langen Koloss, wird das schwarze Gold tief aus dem Meer geholt. Angolas Wirtschaft hängt am Öl. Es ist praktisch das einzige Exportgut des Landes. Dank der Hightech von Total eine reich sprudelnde Quelle. Der leitende französische Ingenieur Laurent Barthélemy glaubt jedenfalls nicht, dass die Ölvorkommen hier bald erschöpft sind. Wir sind hier lange noch nicht am Ende. Wir planen im Moment mit 20 Jahren, aber ich denke, dass wir auch in 30 oder 35 Jahren noch hier sind. Dieses Ölfeld hat noch einige Überraschungen für uns parat. Und wenn nicht an dieser Stelle, dann in unmittelbarer Nähe. Man teilt sich das Geschäft. Der Löwenanteil des Öls geht an Angolas Staatskonzern. Dessen Hauptabnehmer ist China. Jobs in der Ölbranche sind extrem begehrt. Ingenieur Francesco Neto ist einer der wenigen Angolaner, die in leitender Position auf der Plattform arbeiten. Öl ist so wichtig.
Es war schon immer mein Traum, in der Ölindustrie zu arbeiten. Seit dem Studium wollte ich das. Was die Bezahlung und die Sozialleistungen angeht, ist diese Arbeit besser als alles andere. Durch das Öl sprudelt das Geld. Und die Regierungsklicke sitzt direkt an der Quelle. Nur wer dazugehört, hat Aussichten, davon etwas abzubekommen. Wie João Paulo Tomás. Der Millionär ist eigentlich im Landwirtschaftsministerium beschäftigt, hat sich nebenher aber ein Firmenimperium aufgebaut. Die größten Projekte liegen in der öffentlichen Hand. Wenn das Geschäft schnell wachsen soll, muss man Beziehungen haben. Der beste Kunde in Angola ist die Regierung. João lädt uns zu sich nach Hause ein. Im Vorgarten der Springbrunnen, von dem Joseph im Slum nur träumen konnte. Die Inneneinrichtung durchgehend westlich-europäisch. Umgerechnet 6 bis 8 Millionen Euro sei sein Haus wert, schätzt João. Wir können es kaum glauben, denn wie eine Millionärsvilla sieht es in unseren Augen nicht aus. Vielleicht abgesehen von den vielen teuren Großfernsehern und einigen anderen Sammelstücken. Zu Joaos diversen Geschäften gehört ein Catering-Service, mit dem er auch seinen Arbeitgeber, das Landwirtschaftsministerium, beliefert. Er zeigt mir die gut sortierte Hausbar. Auch für westliche Spirituosen werden in Angola unfassbare Preise aufgerufen. Eine Flasche französischer Cognac kann 3.000 Euro kosten. Statussymbole einer Elite, bei der Politik und Geschäft Hand in Hand gehen. Alle machen Geschäfte. Auch wer in der Regierung ist, hat nebenher irgendein kleines Geschäft. Das ist unsere Art zu überleben. Im kleinen Dorf Musondo kämpfen sie tatsächlich ums tägliche Überleben. Nicht nur in den Slums der Hauptstadt, auch außerhalb herrscht oft blanke Not. Fast 3 Jahrzehnte Krieg zwischen Regierung und Rebellen haben das Land ruiniert. Luis Venancia, der Dorfvorsteher, erklärt, warum es für die Bauern hier auch kaum Aussicht auf Besserung gibt. Diese Bananen zum Beispiel, wenn ich die zum Markt bringe, bekomme ich dafür 100 Kwanza. Aber um zum Markt fahren zu können, muss ich 100 Kwanza bezahlen. Also verdiene ich am Ende gar nichts. Deshalb sind die Bauern hier alle so arm. 100 Kwanza, das ist umgerechnet etwa 1 Dollar. 2/3 der Angolaner leben von weniger als 2 Dollar am Tag, trotz der Ölmilliarden im Land. Auf die Regierung lässt Luis Venancia dennoch nichts kommen. Schließlich ist er der örtliche Parteifunktionär. Und sein Haus gehört zu den Besseren im Dorf. Getrennte Schlafzimmer für Eltern und Kinder, das ist hier Luxus. Und dann zeigt er uns noch seinen größten Stolz. Das ist ein Geschenk der Regierung, ein brandneuer Plasmafernseher. Damit vor allem die Alten und die Kinder Telenovelas oder Fußball gucken können. Was die großzügigen Parteioberen in der Hauptstadt übersehen haben, in dem Dorf gibt es gar keinen Strom. Stromnetz, Straßen, Schulen. Von den Versprechungen der Regierung ist nicht viel zu sehen. Eine Regierung, die kaum Steuergelder braucht, hat wenig Anreiz, in die Infrastruktur ihres Landes zu investieren. Sie hat ja das Öl. Eifrig gebaut wird hingegen in der Hauptstadt. Internationale Bauherren sind willkommen. Der Staatsführung schwebt ein zweites Dubai vor.
Vicente Albinego ist Immobilienmakler und lässt sich vom portugiesischen Bauleiter ein gerade fertiggestelltes Apartment zeigen. Die 50 Quadratmeter sind bescheiden ausgestattet. Der Preis dafür umso höher, $500.000. Wir haben überhaupt keine Schwierigkeiten, hier etwas zu verkaufen. Wir werden hier alles los. Die Nachfrage ist riesig und die Preise steigen weiter. Durch den Ölboom sind die Preise so explodiert. So lukrativ ist das Immobiliengeschäft, dass selbst die heruntergekommenen Viertel und Slums für Spekulanten aus aller Welt interessant werden. Auch den Menschen im armen Viertel Samba droht eine Räumung mit Bulldozern und Zwangsumsiedlung. Wer gegen die Zustände im Land laut protestiert, lebt gefährlich. Und doch wollen Mutige, dass ihre Stimme gehört wird. Wie die beiden Regimekritiker von der Organisation SOS Habitat, Pimentel und André. Wer keine Verbindung zur Staatspartei hat, der frisst Dreck, dem geht's hier schlecht. Und die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Niemand tut etwas dagegen. Für den einfachen Bürger hat der ganze Ölrausch nur negative Folgen. Dass ausländische Kritik an der Regierung nachlässt, betrübt sie. Es gibt in Angola keinen demokratischen Fortschritt. Das zu behaupten, ist eine Farce. An Angola haben alle nur ökonomische Interessen. Wegen der Rohstoffe. Wir von SOS Habitat sagen Ihnen, hier geht es allen nur ums Geld. Während sich die meisten Angolaner irgendwie durchschlagen. Wie die vielen Straßenverkäufer, die im chaotischen Hauptstadtverkehr versuchen, kleine Geschäfte zu machen. Doch hinter den hässlichen Fassaden verstecken sich manchmal kleine Oasen der Schönheit. Angola Model heißt eine der besten und teuersten Schönheitssalons der Stadt. Auf ihr Äußeres legen Angolas Frauen großen Wert. Das war uns schon im Straßenbild überall aufgefallen. Lucrecia Moreira ist Stammkundin und gibt hier an einem Nachmittag schon mal umgerechnet 350 Euro für Haarpflege aus. Wie alle Frauen in Angola habe ich mich immer sehr um mein Äußeres gekümmert. Selbst in den Kriegszeiten. Einen Föhn und ein paar Accessoires hatte ich immer zu Hause. Die hätte ich nie hergegeben. Lucrecia Moreira nimmt uns mit in ihr Atelier. Sie ist Modedesignerin. Den sehr europäisch geprägten Stil der Angolanerinnen mischt sie bewusst mit afrikanischen Elementen. Es macht Spaß, einen Menschen zu treffen, der so vor Begeisterung sprüht und so gerne lacht. Solche Begegnungen hatten wir selten in Angola. Der Krieg ist ja gerade mal 6 Jahre her. Und so viele Menschen sind davon gezeichnet. Kinder, die ihre Eltern verloren haben, Frauen, die ihre Männer verloren haben. Man trifft viele traurige Menschen auf unseren Straßen. Deshalb braucht